Ich stehe hier am Stand der Friedrich Lütze GmbH mit Jessica Stoll auf der SPS. Frau Stoll, Sie sind im Lütze Außendienst tätig und beraten Ihre Kunden auch im Bereich der Lütze Connectivity. Was zeigen Sie hier in Nürnberg aus diesem Geschäftsbereich? Ein Highlight sind unsere Servokonfektionen, hier vor allem die Lütze Superflex-Konfektion. Die Leitung hat ein integriertes Ethernet-Element, das bestens geeignet ist für die Stromversorgung, für die Datenübertragung und für die Ansteuerung der Bremse bei Servoantrieben. Und die Leitungen erfüllen auch den aktuellen und den neuesten Bosch-Rexroth- und Siemens-Standards. Passend dazu zeigen wir auch unsere HDSL-Konfektionen, die den Allen-Bradley- und Beckhoff-Standards entsprechen. Dazu ist auch zu sagen, dass all unsere Servokonfektionen sich bestens für den Schleppketteneinsatz eignen, beispielsweise beim Maschinen- und Anlagenbau, aber auch bei Transport- und Fördertechnik. Was gibt es sonst noch Neues aus dem Bereich der Kabelkonfektion? Wir haben im Zuge unseres internationalen Kabelgeschäfts vor kurzem das Kompetenzzentrum Connectivity eröffnet an unserem Standort in der Tschechischen Republik. Dort werden künftig alle Konfektionen oder alle Aktivitäten der Lütze-Gruppe im Bereich Konfektion gebündelt. Und somit haben wir durch diesen Produktions- oder Produktionskapazitätsausbau eben für unsere Kunden eine signifikante Steigerung in der Flexibilität, aber auch eine weitere Erhöhung der Lieferfähigkeit. Warum setzen Sie verstärkt auf den Bereich Connectivity und in welchem Umfang wurde die Fertigung ausgebaut? Der Umfang ist tatsächlich so weit, dass wir hier unsere Kapazität verdoppeln konnten und weshalb wir weiterhin eben verstärktes Engagement im Bereich Connectivity zeigen, ist zum einen, dass auf dem Markt einfach die Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 weiter steigen, wir aber auch gleichzeitig merken, dass die Kundenanfrage nach kundenspezifischen Kabelkonfektionen oder Kabelsätzen für komplette Anlagen auch enorm zugenommen hat und wir mit dem neuen Kompetenzzentrum eben noch schneller und besser auf dem Markt reagieren können. Neben den Produkten und Lösungen aus dem Bereich der Kabelkonfektion zeigen Sie hier auf der SPS aber auch aktuelle Trends aus dem Bereich der Steckverbinder. Genau. Bei den Steckverbindern ist vor allem die konfektionierbare M12-Steckverbinder sind da hervorzuheben. Sie haben auch die UL-Zulassung. Und mit diesem Push-In-Verfahren eignet sich dieser Stecker eben optimal für exportorientierte Anlagen, Schaltschrank und Maschinenbauer, die hier eben auch den Vorteil bieten, eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung, aber auch eine Sicherheitsbestimmung des nordamerikanischen Marktes eben erfüllen. Sie sprechen von Vorteilen für eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung. Was bedeutet das konkret? Also im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmanschluss haben wir hier tatsächlich eine Arbeitszeitersparnis von 30%. Und durch den optimalen und permanenten Federdruck haben wir hier auch immer eine sichere Verbindung, auch bei Schock- oder Vibrationsbelastungen und das über Jahre hinweg. Vielen Dank für den interessanten Einblick in die Welt der Lütze Connectivity.